Der Christopher Street Day Berlin geht mit einer offensiven Ansage in die 38. Runde. Danke für nichts, sagen Teilnehmer und Organisatoren mit klarem Wunsch nach echter Gleichstellung trotz der bisherigen Errungenschaften in Deutschland. Denn Adoption und Ehe für alle ist immer noch ein großes Thema. Und auch immer noch müssen Menschen aufgrund ihrer gleichgeschlechtlichen Liebe aus ihrem Heimatland flüchten. Wir fragen die Künstler des Finals und die Communities der LSBTI, was sie tatsächlich fordern und was sie sich für eine offenere Zukunft wünschen. We love Alex. Eat lipstick. We love Alex. Mitten auf dem CSD habe ich hier Rolf getroffen. Wie geht's? Und ich hab den Sebastian gefunden, der eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. Ich habe gehört, es ist nicht nur ein besonderer Tag für diese Community, sondern auch ein besonderer Tag für dich heute, oder? Ja, ich verabschiede heute meine Junggesellenschaft oder wie man Jungfräulichkeit auch. Ja, zum Glück nicht dir. Benjamin, warm ist es heute. Wie war dein Auftritt? Oh, ich glaube, ich habe noch nicht mal Sex gehabt, was so heiß war wie heute. Denkst du denn, dass bei Boybands heute die sexuelle Orientierung noch so eine große Frage ist? Du musst stehen, für was du bist. Ich meine, ich bin zufällig hetero, aber das stehe ich auch vor. Aber das heißt nicht, dass ich... Ne? Verstehst du, was ich meine? Also, jeder sollte sein, was sie ist. Einfach. Ich denke, das ist ein Prozess, was langsam ist. Ich finde, es hat sich sowieso geändert, seit ich ganz jung war. Ja. Und ich denke, das ist ein Prozess, der langsam besser muss werden. Ich meine, wir können natürlich nicht erwarten, dass es so schnell, aber da gibt es immer diese Leute, die ein bisschen altmodisch denken. Und Denksweise kannst du nicht ändern, weil die sind so aufgewachsen. Verstehst du, was ich meine? So, ich denke, vielleicht noch 50 Jahre und dann ist das alles einfach sehr wie Star Wars, alles durcheinander. Also ganz normal, weißt du, was ich meine? Und dann ist auch keine mehr, die, denke ich, so denkt. Wie kommt es, dass ihr beim CSD dabei seid? Man kennt jemanden, der jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, der kennt jemanden und der hat mal jemanden gesehen, der kennt jemanden, der hier jemanden kennt. Großartig. Und so seid ihr hierher gekommen? So sind wir hierher gekommen. Und sonst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Nee, mit dem Fahrrad, ehrlich gesagt. Mit dem Fahrrad? Oh. Alle ganz anders. Ja. Und setzt ihr euch persönlich quasi auch für das ein, was hier beim CSD los ist? Absolut, klar, sonst wären wir auch nicht hier. Also wir wollen natürlich hier auch ein politisches Zeichen setzen, keine Frage. I'm here with Gorgeous Boy. Thank you. Gorgeous you. Gorgeous. Thank you. Gorgeous you. So why are you here at this year's Christopher Street Day in Berlin? Someone invited me, so I said yes, say yay, 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 and then I'm here. I think that we need to be whatever we want to be. We're free, we need to love the one we want to love, all the things we want to love, it doesn't matter, and we need to be loyal to ourselves. So that's what I'm here. Der CSD ist, es ist ganz viel. Es ist natürlich eine Möglichkeit, uns zu zeigen. Darum geht es erstmal. Also uns zu zeigen und zu sagen, hallo, wir sind nicht unsichtbar. Wir gehören dazu. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit zu feiern. Ganz klar, wir feiern das Leben. Wir betrauern die Menschen jetzt zum Beispiel in Orlando, die dort ermordet worden sind aufgrund von religiösem Fanatismus. Und es ist für uns natürlich auch ganz klar die Möglichkeit, unsere Forderungen politischer Art und auch gesellschaftlicher Art nach vorne zu transportieren.
transportieren. What means Christopher Street Day for me? I mean, it's so interesting, right, because I'm American and so Christopher Street comes from New York and I know that celebration, but we don't call it Christopher Street Day in America, right? But for me, whenever I celebrate Pride, I tend to be on the more queer or alternative side. So big corporate productions like this are something that I'm not often engaged in. But for me these days, I think what's most important is that it shows us coming together as a community and as a group of people that are often ostracized or forgotten about or pushed to the side. And if you look around, I mean, we're celebrating our lives and we're exploring our beauty and showing off and having a good time and enjoying each other's company, you know, and that to me is what it's about. It's about coming together in solidarity and in strength and sticking up for each other and just showing ourselves off to the world. This is who we are. We're lucky to be out here all together. Safety in numbers, and even if not, it means that we need to keep doing this so that we can raise the level of love and raise the level of freedom. Because without love and without freedom, which go hand in hand, we have nothing left, honey, and none of us are going to be standing here. Okay, I'll very stop sensitive. Talking. Bye. What shouldn't be forgotten about Christopher Street Day? The origin, the history. And without that kind of rebellious spirit, fight, of people who've had enough, then we can't get anywhere, we cannot progress. So everyone needs to think back on that, because we didn't get here just because we're cool. I mean, we did, but not because of that. There was other people that had to do shit and die and hurt and cry, and we don't have to, so we're really fucking lucky. Sorry for my French. But only if people unite, we get somewhere. Nee, CSD, Christopher Street Day, das war natürlich, kommt aus Amerika. Wie viele Jahre? 30 Jahre her? Von 69, also 48 Jahre würde ich sagen. 48 Jahre, ja, da war die Stonewall und sowas, ja. Kennt ihr alle gar nicht, aber so, da war ich ja schon geboren. Nee, da war so eine Revolution von Homosexuellen, die sagen, wir sind ja auch genauso wie die anderen und lasst uns mal so leben wie die anderen. Und nicht darum bin ich hier, weil wir sind in Berlin, es ist eine geile Party, es ist ein geiler Umzug und es gibt dann auch ein tolles Thema dieses Jahr, ein Leitmotiv, wie man sagt, danke für nichts. Und danke für nichts, das heißt halt eben, wir haben nicht die gleichen Rechte, also homosexuell, ich bin ja homosexuell, wir haben nicht die gleichen Rechte wie heterosexuelle Leute und das muss ja jetzt auch in Deutschland mal gezeigt werden, dass wir das endlich mal durchkriegen. Wir sind ja jetzt nicht im Mittelalter oder in der Steinzeit. Das Motto ist ja Danke für nix. Was verbindest du eben besonders damit? Dass sich halt einfach nichts tut. Es sollte sich schneller was tun hier in Deutschland. Egal, wo es jetzt hapert, also an allen Ecken und Enden auch wieder. Das dauert zu lang. Du, es hat sich nichts geändert. Also seit 2013, seitdem wir angefangen haben mit unserer Initiative Enough is Enough, Open Your Mouth, hat sich nichts geändert. Wir kamen zusammen wegen der anti-homosexuellen Propagandagesetzgebung in Russland, die existiert immer noch. In der Türkei greift Erdogan mittlerweile seine schwulen, lesbischen und transidenten Bürgerinnen und Bürger auf offener Straße an und knüppelt sie brutal nieder, nur weil sie auf der Straße für gleiche Rechte sich einsetzen oder die Regenbogenfahne schwingen wollen an einem Pride, so wie heute hier in Berlin. Wir haben eine ganz schwierige Situation gerade, weil sich einfach nichts ändert. Die Bundesregierung verweigert uns immer noch die gleichen Rechte. Sie weigert sich immer noch, unsere eingetragenen Lebenspartnerschaften als Ehe zu benennen. Wir dürfen immer noch nicht gemeinsam als Paar Kinder adoptieren, die Opfer des Paragraphen 175, also all diese schwulen Männer, die bis 1994 verurteilt worden sind, weil sie einen anderen Mann gelebt haben, weil damals war es tatsächlich verboten. All diese Menschen sind immer noch verurteilt und sie sterben nach und nach jetzt alle weg und sie sterben als Verbrecher und nicht rehabilitiert und sie verdienen keine Strafe. Sie sind nicht schuld. Sie haben sich nie schuldig gemacht, weil sie einen anderen Menschen geliebt haben. Und das ist etwas, was die Bundesregierung wie in vielen anderen Ländern zurückschrauben kann. Sie kann diese Leute rehabilitieren, sie kann diese Leute entschädigen und sie weigert sich, spielt auf Zeit und hofft, dass immer mehr welche davon sterben, damit der Druck auf die Regierung immer geringer wird und am Ende vielleicht die Zahlungen geringer ausfallen. Und das ist wirklich beschämend für ein Land wie Deutschland. Ich zum Beispiel persönlich bin ja halb Franzose. Ich bin in Frankreich mit einem Mann verheiratet. Wir sind 19 Jahre
Jahr zusammen und wir haben ein tolles Leben. Wir haben die gleichen Rechte, Krankenkasse und wir können alles machen, was wir wollen. Uns fehlt die Gleichstellung. Die CDU verweigert sich da immer noch, aber man muss sagen, letztendlich sind alle Parteien im Bundestag gefragt, da etwas zu ändern. Und alle Parteien können das auch machen. Auch letztendlich kann die Opposition mit der SPD das zusammen machen gegen die CDU. Was braucht ihr tatsächlich von den Politikern, um eine Gleichstellung zu bekommen? Was ist quasi noch nicht gleichwertig? Naja, es gibt immer noch Unterschiede im Adoptionsrecht zum Beispiel. Und es gibt viele größere, kleinere Verordnungen, Gesetze. Ich glaube, die jetzt alle aufführen, ist ein bisschen viel verlangt. Auf jeden Fall eine Gleichstellung, wie das in vielen anderen westlichen Ländern bereits der Fall ist, gibt es in Deutschland nicht. Wenn ich mit Freunden aus dem Ausland spreche, sind die immer sehr überrascht, dass wir so hinterherhinken und noch irgendwie so weit in den, ja, im 20. Jahrhundert sind und wir immer noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen sind. Zeigt eure Liebe und kommt zu uns raus, wir machen Krach. Berlin macht mal Krach. Kommt, wir machen sie wahr. Lauter, wir können euch hier oben nicht hören. Wir sind illegal in Russland. Und wir sind illegal in Indien. Wir sind illegal in Uganda, Iran und Indien. Frau Kollert, was sind denn derzeitige Herausforderungen in der Politik, die auch den CSD betreffen? Also wie aktuell sind tatsächlich die Forderungen, die man hier so hört, in der Politik heutzutage? Na, ganz wichtig ist, das ist die zentrale politische Forderung, dass die Ehe für alle geöffnet wird. Ich denke, dass die Gesellschaft reif ist dafür und auch die Zeit dafür reif ist. Und das ist ja die zentrale Forderung hier beim CSD zu Recht. Und das steht noch aus. Und leider gibt es bei Frau Merkel, aber auch bei Herrn Henkel noch die Blockade. Aber da bin ich mir sicher, das wird über kurz oder lang kommen. Also Sie haben es schon gesagt und viele haben es auch gesagt, in vielen Ländern ist es schon soweit, also ist es schon erlaubt. Warum hat es in Deutschland immer noch nicht geklappt? Ist es wirklich sind es die politischen Streitigkeiten oder ist Deutschland vielleicht doch zu prüde noch? Ja, Sie können nicht pauschal über Deutschland reden, sondern Sie müssen schon differenzieren nach Parteien. Einige Parteien sind dafür, so wie meine Partei, eindeutig. Aber die CDU und CSU sind dagegen und da müssen Sie diese Parteien fragen, warum sie dagegen sind. Aber für mich ist es ganz klar, sie sind nicht gesellschaftlich auf der Höhe der Zeit. Sie haben auch Vorstellungen von vor 50 oder 100 Jahren. Da sind noch Vorurteile in den Köpfen und deren Familienbild ist noch von vor 100 Jahren. Das heißt, dass die CDU eigentlich noch ein Gesellschaftsbild hat, was nicht fortschrittlich und modern ist und deswegen diese Blockaden da sind. Und für die SPD hat sich die Gesellschaft völlig verändert. Inzwischen haben wir auch Familienformen, die sich völlig verändert haben. Wir haben auch Regenbogenfamilien in Berlin. Und so muss Politik sich komplett umstellen, sich dieser gesellschaftlichen Realität anpassen. Und da gehört an erster Stelle, dass die Ehe geöffnet wird für alle. Seitdem wir die Große Koalition haben, sind hier und da ein paar Alibi-Aktionen gemacht worden, dass so ein paar Gesetzchen halt mit angeglichen worden sind. Aber alles, was in den letzten Jahren passiert ist, ist nur passiert, weil das Bundesverfassungsgericht es so angeordnet hat. Und selbst die Dinge, die angeordnet worden sind, Transsexuellengesetz zum Beispiel, ist seit Jahren, weiß man, dieses Gesetz ist verfassungswidrig in Teilen. Es wird nicht angefasst. Es ist zu unwichtig und das ist echt schade, ne, weil es geht dort um Menschen, die darunter leiden und die also unter diesem Gesetz leiden. Und das muss geändert werden, die Bundesregierung tut nichts. Wir haben keine Fortschritte gemacht, was die rechtliche Gleichstellung angeht, keine Fortschritte gemacht, was die Öffnung der Ehe angeht. Wenn man andere Länder anguckt in Europa, wir machen uns gerade lächerlich. Wir machen uns wirklich lächerlich und das aufgrund eines Bauchgefühls. Erstmal finde ich es wahnsinnig wichtig, dass die Leute überhaupt mitbekommen, dass in über 70 Ländern der Welt homosexuelle Handlungen immer noch strafrechtlich verfolgt werden. Und vor allen Dingen noch viel, viel schlimmer, wenn es das überhaupt gibt in diesem Vergleich, ist es so, dass von diesen über 70 Ländern mindestens in 7 Ländern die Todesstrafe angewendet wird, um Homosexuelle zu ermorden, damit man sie aus dem Weg räumt. So,
Und das müssen die Leute mitkriegen. Das heißt, wir müssen es immer wieder erzählen, wir müssen es immer wieder sagen. Die Leute müssen immer wieder verstehen, dass es diese Situation weltweit gibt. Weltweit gucken alle gerade nach Berlin. Nach der großen Flüchtlingsbewegung 2015 haben wir es geschafft, dass wir für die LSBTI-Flüchtlinge hier uns so gut aufgestellt haben, dass immer mehr nach Berlin auch kommen. Und das haben wir aber nicht alleine geschafft in der Politik. Wir stellen die Finanzierung her, sondern eben wir haben eine sehr starke LSBTI-Community und wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Es gibt eine Unterkunft nur für LSBTI-Flüchtlinge. Wir haben ein Konzept entwickelt für eine Interventionskette. Also das heißt, wenn Gewalterfahrung da ist, dass sie in den großen Unterkünften nicht bleiben müssen, die Flüchtlinge. Denn man darf nicht vergessen, dass aus den Ländern, die LSBTI-Flüchtlinge flüchten, mit denen leben sie unter einem Dach in einer Flüchtlingsunterkunft zusammen. Das müssen sie nicht. Und das heißt, wir arbeiten sehr stark daran, auch an dem Thema Outing. Das ist natürlich für diese Gruppe noch mal bedeutend schwieriger. Berlin hat erstmalig die LSBTI-Flüchtlinge als besonders schutzbedürftige Flüchtlinge definiert. Und deswegen haben wir all unsere Konzepte entsprechend auch in Berlin vorangebracht. Zurzeit schaut die ganze Welt auf Berlin, wenn es um LSBTI-Flüchtlinge angeht. Und da bin ich auch stolz drauf. Tatsächlich unserer Meinung nach zwischen Brexit, AfD, Pegida, Rechtsruck in Europa und so weiter, Trump, was auch immer, Homophobie, gibt es eine Parallele. Und es ist die Angst. Es ist die Unwissenheit von Leuten, weil oft hast du ja zum Beispiel in Dresden, dass sich Tausende von Leuten versammeln in einer Stadt, wo irgendwie, weiß ich, 2% Ausländeranteil ist. Da haben wahrscheinlich die meisten von den 800.000 Einwohnern noch nie einen Moslem gesehen, einen Leibhaftigen, und sind trotzdem dagegen. Und es sind halt alles Ängste und wir sind anders aufgewachsen in Berlin. Wir hätten auch gut und gerne in dem gleichen Haus wohnen können. Und für uns ist das halt normal. Wir sind es gewohnt. Und daher, ich weiß gar nicht, wovor diese ganzen Menschen heutzutage alle Angst haben. Es ist anscheinend die Epoche der Angst. Und wir würden gerne den Menschen die Angst nehmen. I've been talking about this with a lot, about with friends lately, because a lot of really terrible things have been happening in the world. And I don't think it's actually that more terrible things are happening in the world. I think there's more cameras, there's more Internet, there's more visible ways to show exactly what is happening in the wrong that is happening, and being able to change that through dialogue. But it means that our news feeds are flooded with evil and hate and awful things all the time. And I believe, you know, I constantly am sitting back thinking, what can I do? How can I help? How can I change this? All I know how to do is share the beauty that I can create, to share my experience with another person, to make someone smile, to have a moment of connection, to create an event where people are dancing and screaming and having an amazing time, and to share that beauty with them, and then hopefully they pass it on to the next person. And so it creates a ripple effect. And maybe at some point it reaches the people that are attempting to harm us and it changes. That's all I know how to do. I can't think about the tragedy, you know, I can't because it's too much. I'm sensitive, it hurts my feet, you know, it kills me inside. And so when I focus on creating outward beauty and sharing that with the world, then I think, I hope, that it's going in the right direction. Ich finde, die Welt ist genauso bunt wie die Flagge hinter uns. Auf so einer Veranstaltung ist es gerade wichtig, dass jeder mit seinem Charakter, seinen Stärken, seinen Schwächen, aber auch seinen Vorlieben, sei es sexuell oder was auch immer, akzeptiert wird, genauso wie er ist. Und genau deshalb sind wir heute hier.
Also ich wünsche mir auf jeden Fall Durchsetzungskraft und einen langen Atem. Ich finde das wirklich großartig, dass auch mit so einer großen Veranstaltung heute hier auch die politischen Forderungen nochmal auf die Agenda gesetzt werden. Ich kann nur versuchen, im Senat oder in Parlamenten andere Parteien zu überzeugen. Aber hier ist die Kraft der Zivilgesellschaft zu spüren. Und vielleicht hilft das eher, so die CDU und CSU diese Blockade aufzugeben. Deswegen wünsche ich auch viel Kraft in der Zukunft. Mich haben Sie auf jeden Fall auf der Seite. Ich würde mir wünschen, dass es wirklich irgendwann kein Thema mehr ist. Also das glauben zwar viele, ach, das ist doch jetzt egal, aber wir sind noch lange nicht an diesem Punkt. Und was wir vorhin auch auf der Bühne gesagt haben, uns wird immer ja so ein bisschen mit dem CSD unterstellt, in Anführungszeichen, das ist ja nur eine große Party. Ich würde es mir wünschen, dass es irgendwann wirklich nur noch eine große Party ist, weil wir alles erreicht haben, weil wir die komplette Gleichstellung haben, weil der Kampf vorbei ist. Schnellfragerunde, ganz kurze Antworten. Oh, würde einer mit einsteigen in eine Schnellfragerunde? Ja, ihr könnt gerne einsteigen. Oh, jetzt, so schnell. Ich habe die Frage nicht gehört, die war so schnell. Was ist dir schon lange nicht mehr passiert? In Kacke getreten. Dass ich in die Hose gemacht habe. Was ist dir schon lange nicht mehr passiert? Lange nicht mehr gekotzt. You know what hasn't happened to me in a long time? Standing out here in the hot, pouring, hot sun with some hot chicks and some hot children making rock and roll music. That's what hasn't happened to me in a long time, darling. Music aren't you dancing to? I dance to everything, so music is love. Love is music. It doesn't matter what it is, as long as it's done with love and effort, I'll dance to it. Ich tanze eigentlich zum alle Musik, aber ich bin nicht mehr so ein Tänzer, ehrlich gesagt. Ich hab das ein bisschen, die Zeiten sind ein bisschen vorbei. Schlager. 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 Was macht man nicht auf der Bühne? Also wir auf jeden Fall sind nicht betrunken und nicht bekifft auf der Bühne. Außer heute. Heute sind wir ein bisschen angedichtet, weil hier wegen Johnny, aber sonst haben wir eigentlich relativ die Kontrolle über das, was wir tun. Scheiße sagen. Natürlich, habe ich doch gerade gemacht. Das ist doch schließlich eine Bühne. Haha, das macht man nicht. Nein. Nein, man muss seinem Gegenüber immer die Möglichkeit geben, eine Situation positiv zu wenden. What's not of your taste? Hate? I hate to hate. Not of my taste. Flip-flops, sandals. I hate when people are wearing sandals. Are anyone wearing them? Yes, he's wearing them over there. That is not appropriate footwear for public use. I'm sorry. But he's not wearing socks. Your toes are hanging out. It's dirty. I'm sorry. We're not in ancient Greece. Put on some shoes. Thank you. Public I'll do that. Oh no, no, no. These are fine. These are fine. It's those kind with the thong in between because those are like fashion sandals. Those are for the shower. Those okay. belong in the shower. It's the one with the thing in between the toes. Yeah. Those are the ones I hate. Yours are beautiful. You have gorgeously manicured toenails. Thank you. Perfect. So, what shouldn't be mixed up? What should not be mixed up? You are asking me hard. These are like serious existential questions. What should not be mixed up? Oh my God, you're rocking my world today. What should not be mixed up? Purple and pink and blue. Pink and blue do not go together. Pink and blue.
Das ist dir schon lange nicht mehr passiert. Vor so einer Masse von Menschen zu spielen. Im Lotto gewonnen. Was schmeckt dir nicht? Pilze, Tomaten. Bohneneintopf. Was darf man nicht verwechseln? Plus und Minus. Was hast du nicht gelernt? Vieles. Meine Steuererklärung zu machen. Zu singen. Was darf man nicht verwechseln? Äpfel und Birnen. Ja. Sexualität und Sexismus. Was bin ich dabei? What are you not sorry for? Now, I'm not sorry about the position that I took at the Eurovision Song Contest, because after that day, I felt people very, very happy with the performance. I felt sorry for one day, but after that, I never felt sorry anymore. Yeah. Was kannst du nicht allein? Was kann ich nicht alleine? Ich habe eigentlich gelernt, alles alleine zu machen. So, was kann ich nicht alleine? Also okay, deutsche bürokratische Formuliere ausfüllen, das geht nicht. Okay. Die Welt verändern oder die Gesellschaft besser machen, das geht nur zusammen. Also, und wenn wir alle gemeinsam das hinbekommen, also gemeinsam auf die Straße gehen, gemeinsam der Politik sagen, was geht und was nicht geht, dann können wir das auch ändern. Und vor allen Dingen, wenn wir gemeinsam auf der Straße stehen und gegen die Spaltung der Gesellschaft, was wir momentan ja haben, also wir müssen uns angucken, was die AfD von sich gibt und was auch Teile der CDU/CSU von sich geben, das ist Hetze pur. Und da müssen wir geschlossen zusammenstehen und vor allen Dingen nicht nur schwul, Lesben, transsexuelle, transgender, intersexuelle, asexuelle und queere Menschen, sondern, oh, die Bisexuellen habe ich vergessen. So. Nein, sondern halt auch unsere Allies. Also eine große Bitte an die ganzen heterosexuellen Menschen da draußen. Wir brauchen euch. Wir haben wirklich alles gemacht. Wir haben Lieder geschrieben, Petitionen eingereicht. Wir haben diskutiert, argumentiert. Wir waren laut, wir waren auf der Straße. Wir haben wirklich alles gemacht. Jetzt brauchen wir euch. Wir brauchen euch. Geht raus, sprecht mit den Menschen. Sprecht mit euren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, mit euren Freundinnen und Freunden, mit euren Verwandten. Und macht allen klar, insbesondere wenn ihr auf Politiker trefft, es gibt nur, also das Ziel dieser Gesellschaft muss sein, Gleichheit in Vielfalt. Und wenn das nicht erreicht wird, dann haben wir ein ganz großes Problem. Weil nämlich nur so mit Gleichheit in Vielfalt können die Menschenrechte auch wirklich 1:1 umgesetzt werden. Dir besonders wichtig dieses Jahr? Dass ich das anziehen kann, was ich möchte. Und was magst du am liebsten? Röcke? Genau, guck mal hier, so das. This one. Wie lange hat es gedauert, dich vorzubereiten für heute? Ich habe das gleiche schon mal in Tel Aviv gehabt und da war die Generalprobe und da habe ich gedacht, ich bin gut angekommen in Tel Aviv und das gleiche ziehe ich heute nochmal für dich hier an. Wow. Genauso wie der Kampf um eine tatsächliche Gleichstellung. Wir sind gespannt, wann es die Ehe für alle und die Adoption für alle auch bei uns hier in Deutschland gibt. Egal ob als Party oder als Demo in CSD, kann man sich in Berlin tatsächlich nicht mehr wegdenken. Darum geht es jetzt auch weiter in den Bars und Clubs hier. Falls ihr Teile der Sendung verpasst habt, dann könnt ihr diese und auch andere Sendungen nochmal auf YouTube anschauen. Ansonsten klickt einfach in die nächsten Festivals rein und genießt den Festivalsommer. Danke ich mich für das Interview und wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Danke, Happy Pride!